Hallo Camperfreunde, einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es um den Adria Twin 600 SPB Supreme. Ein kurzes Fahrzeug, ideal für die Innenstadt mit 6 Metern Länge, hat ein querliegendes Heckbett, ganz spannend auch an der Stelle. Natürlich geht es auf der Länge auch nicht viel anders. Und dieses Fahrzeug hier ist sehr schön ausgestattet mit einer ganz tollen Farbkombination. Die Ledersitze haben blaue Kedernähte, eingestickte Adria-Logos, das sieht schon toll aus. Auch außen natürlich mit dem orangen Lack und den schwarzen Akzenten ein sehr auffälliges Fahrzeug, aber auch sehr gefällig. In diesem Fall haben wir hier ein Fahrzeug mit 6-Gang-Automatik und einer manuellen Klimaanlage. Aber ansonsten ist der auf normalem Adria Twin Standard. Was natürlich auch die Schränke betrifft. Wir haben eine Truma iNet gesteuerte Heizung drin, 2 11 Kilo Gasflaschen, die übliche Adria Twin Küchenzeile plus den Bad. Und das zeige ich euch jetzt gerade mal. Und jetzt gehen wir einfach mal rum und schauen uns das mal an. Der wunderschöne Twin 600 SPB Supreme in diesem fantastischen Orange. Das sieht schon fast aus wie ein Flip-Flop-Lack. Und die schwarzen Akzente passen da fantastisch auf das Auto. Genauso auch wie diese wunderschönen Felgen. Die sehen da super dran aus. Hier haben wir die üblichen Konnektoren, Auspuff von der Heizung, Toilettenzugang, Wassereinfüllstutzen. Da unten ist der Ablauf zu sehen, dort, und da vorne ist der Auspuff. Ja, und dann schwenken wir einmal rum ums Heck. Das Fahrzeug verfügt über ein Querbett und ich zeige euch jetzt mal gerade den Innenraum von hinten. Zack. Das habe ich mir echt angewöhnt wieder, ne? Dieses Zack. So, da sehen wir es. Wunderschönes, breites Bett von Seite zu Seite. Ja, das sind gut und gerne zwischen 1,40 und 1,60. Kissen gehören dazu. Dann haben wir hier den Laderaum. Und wir sehen die übliche Absperrklappe hier auf der rechten Seite. Hinter dem Kasten ist der Wassertank und dann kann man diese Klappe rumklappen und die Garage vom Wohnraum trennen. Da haben wir noch 2 Staufächer, da kriegen wir noch ein bisschen was unter. Genauso wie wir hier auf der Seite auch noch ein Schränkchen haben. Dort vorne. Und dann haben wir hier den Gasflaschenkasten. Da passen 2x 11 Kilo rein. Ferner haben wir die Möglichkeit, die Matratze hochzuklappen. Die wird dann da oben mit einem Gurt befestigt, der einrastet. Ihr seht auch schon die Leseleuchten hier. Und ein wesentliches Detail, 2 USB-Ports am Kopfende, wo man dann nachts zum Beispiel die Handys hier reinstecken kann. Ja, und dann geht ein kurzes Kabel hoch zum USB, dann ist das auch alles versorgt. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal die Ablagen, ja, aber kein USB. Lichtschalter sind vorhanden auf beiden Seiten. Ja, und unten im Laderaum habe ich dann halt Verzurrösen, 4 Stück, womit ich dann nochmal Ladung befestigen kann. Wir können auch nochmal kurz die Gasflaschen, die Kästen aufmachen. Hier sieht man es. Ja, da haben wir aktuell eine Monocontrol drin. Das heißt, zum Wechseln muss ich die hintere Flasche oder die vordere rauslegen, die hintere nach vorne ziehen oder ich schließe hinten die an und habe vorne die Reserveflasche. Da macht vielleicht auch Sinn, eine Duo-Kontrolle nachzurüsten, damit man halt eben nachts nicht raus muss. Denn wenn man hier im Bett liegt und macht hinten die Hecktür auf, damit man in die Gasflaschen reinkommt, wird es kuschelig. Ja, und jetzt gehen wir rein. So, da seht ihr schon den großen Vorzug des Skyroofs. Licht durchflutet. Wir haben viel Stehraum vorne im Fahrerbereich. Das macht die ganze Sache super angenehm zum Aufstehen, um nach hinten zu gehen.
Wir haben schwarze Sitze mit blauen Kedernähten. Die sieht man jetzt hier links am Rand ganz gut. Dann haben wir das normale Fiat-Cockpit, kein Schnickschnack. Alles in schwarz gehalten, passt gut zu dem orangen Fahrzeug. Und wir haben hier ein Schaltfahrzeug, 6-Gang, Schaltgetriebe plus normale OLE Klimaanlage. Und dann halt die Adria-typischen Schränke hier oben. Ja. Da kann man reingucken. So, das ist jetzt nicht riesig, aber da geht im Kleinkram locker rein. Auf der anderen Seite haben wir das Ganze ein bisschen größer, wobei das nur durch die Klappe jetzt so wirkt, weil wir hier schon quasi das zweite Fach haben. Dann haben wir auf dahinter liegend auf der Beifahrerseite, na komm, geh auf, ein weiteres größeres Fach und hinter dieser Klappe liegen die Kabel für Fernsehen. Und da ist natürlich auch schon die Fernsehmontagehalterung dran. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine Satellitenanlage anschließen, dann wird das in diesem Fach versteckt. Und da kann ich dann auch noch mein Internet-Connectivity mit hinbringen, sodass ich dann hier in dem Fahrzeug auch vernünftig arbeiten kann. So, dann haben wir hier die Truma iNet Control plus das Kontrollpanel von Adria. Da ist der Temperatursensor und wenn wir uns jetzt einmal drehen, das ist hier bei einem 6 Meter Fahrzeug natürlich alles ein bisschen knapper. Dann haben wir hier auf der einen Seite die Küche und das ist das Adria-typische. Wenn man sich das mal angucken mag, wir haben hier 2 Brenner mit Piezo-Zündung, daneben das Waschbecken mit einem Klappwasserhahn und darüber haben wir halt die übliche Ablage. Ja, so, dann haben wir hier nochmal eine große Klappe, da geht einiges rein. Schön hier auch mit so einem Ausfallschutz. Daneben dann der Kühlschrank, der ist jetzt nicht riesig, aber vollkommen ausreichend für 2 Personen. Und hier unten haben wir halt die Schubladen. Ich mache jetzt mal beispielhaft die obere auf. Ja, da ein Besteckkasten rein, ist das alles schon mal gut. Die untere Schublade ist dann natürlich schon etwas tiefer und größer. Und das gleiche natürlich nochmal ganz unten. Ja, so, und dann sind wir mit der Küche fast fertig. Wir haben auf der Seite jetzt hier noch das Klappbrettchen, das ich hochklappen kann. Machen wir gerade wieder alles schön zu. Und dann stehen wir auch schon quasi im Bad. Ja, ich schwenke euch mal von unten nach oben. Da seht ihr schon, da oben ist die kleine Klappe, wo ich ein bisschen was reinkriege. Hier ist die Duscharmatur, da oben der Spiegel, das Waschbecken, Lichtschalter, Duschtasse mit 2 Ausflüssen, immer wichtig, weil wenn das Fahrzeug nicht gerade steht, dann fließt das Wasser nicht ab. So, dann haben wir hier die Schwenkvorrichtung für die Dusche, die wird dann magnetisch wieder fixiert und dann haben wir an der Stelle hier den Wasserhahn und hier seht ihr schon in der Wand den 2. Magneten. Hier oben ist nochmal ein Handtuchhalter, LED-Licht in der Decke und Pilzlüfter ebenfalls in der Decke, sodass ich dann dort auch für Abluft sorgen kann. Und wir haben natürlich hier auch das Fenster. Ja, üblicherweise eine Tedford-Toilette. Also schon gut durchdacht. Und dann halt die Lamellentür zum Zumachen. Hier oben momentan für die Fahrt gesichert. So, und dann schwenken wir gerade nach hinten. Im Schlafbereich haben wir auf der Kopfendeseite 2
Schränke. Ich mache mal einen auf. Ja, also da geht auch ein bisschen was rein. Pullis, Wäsche, allgemein. So, hier haben wir es ein bisschen mehr. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Und das gleiche analog auf der anderen Seite auch am Fußende. Dann haben wir hier noch zwei kleinere über den Türen. Wenn man da reinguckt, ja, da ist auch nochmal Platz. Geht natürlich ein bisschen was durch die Türmechanik verloren. Aber insgesamt sehr schön. Dann habe ich hier Ausstellfenster. Die kann ich nach hinten aufklappen. Und natürlich auch verdunkeln und mit einem Mückenschutz versehen. Und wir haben oben im Dach ein 40x40 Hecki. Und wie ich eben schon gezeigt habe, von außen sind hier die Leseleuchten. Auf jeder Seite eine. Und auf der hinteren Seite haben wir dann auch nochmal die beiden USB-Ports. Dann ist hier ein Lichtschalter mit Dimmfunktion. Ja, sodass wir da auch gute Beleuchtung haben. Da oben ist die Notentriegelung für die Tür. Auch wichtig. Dann gehen wir mal zurück und schauen uns mal den Tedford-Kühlschrank an. Na, der ist so ein kleiner, schlanker Tower mit Gefrierkombination. Zwei Gemüseschubladen unten in der Tür. Das finde ich wieder gut. Zwei oder unterteilt ein Korb für zwei Flaschen, die aber auch eine große 1,25 Liter Flasche fassen. Das ist gut. Und unten drunter haben wir dann den Kleiderschrank. So. Da gucke ich jetzt auch mal rein. Da seht ihr schon die Kleiderstange. Wollen wir jetzt runterfahren. Seht ihr, da geht ordentlich was rein. Also Hosen, auch mal ein Kleidchen, eine Jacke. Überhaupt kein Problem. Und dahinter ist dann nochmal ein Staufach. Da kriegen wir auch noch ein bisschen was rein. Mal gucken, ob das mit dem Licht so geht. Ja, ist schon dunkel. Aber da würde man vermutlich auch noch mal eine kleine Kleiderstange reinkriegen. So dass man hier also wirklich jeden Fleck ausgenutzt hat. Ja, und dann haben wir hier noch, wie gesagt, die TV-Halterung. Die sieht so aus, dass man die verschieben kann und schwenken kann, sodass man dann den Fernseher auch für abends noch mal nach hinten drehen kann. Was bei einem Querbett natürlich ja, eher herausfordernd ist. Soweit, so gut. Der 600 SPB Supreme. Vielen Dank an Bergische Wohnmobile, dass ich das Auto vorstellen durfte. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir bitte ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.